vor langer, langer Zeit überlegten die Götter und Göttinnen, wo sie die Weisheit des Universums am besten verstecken können. Vor wem? Naja, vor uns Menschen. Klar. Sie waren in Sorge, dass wir zu früh an diese Weisheit des Universums kommen könnten und damit allerlei Unfug anstellen würden. Die Weisheit des Universums auf dem höchsten Punkt der Erde zu verstecken, wurde schnell fallen gelassen. Denn allen war klar, die Menschen würden viel zu früh auf die Berge steigen und sie dort finden. Selbst der tiefste Platz im Ozean schien kein sicherer Platz für die Weisheit des Universums. Eine der klugen Göttinnen hatte nach langer Zeit dann die richtige Idee. Ich weiß, wo wir die Weisheit des Universums verstecken. Wir verstecken sie einfach im Menschen selber. Und dort wird er sie erst finden, wenn er in der Lage ist, ganz tief in sich hineinzugehen. Dort zu suchen. Dort zu sehen, dort zu hören. Und wenn er dazu in der Lage ist, dann ist er auch in der Lage dazu, die Weisheit des Universums zum Wohle aller Menschen zu nutzen. Und so geschah es. Seit dieser Zeit ist die Weisheit des Universums in jedem einzelnen Menschen versteckt. Und immer mehr machen sich auf die Suche. Und immer mehr werden fündig. Und immer mehr nutzen die Weisheit des Universums zum Wohle aller Menschen.